Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochenendbotschaft. Wir schauen uns die Wochenendbotschaft an von heute, 7.7. bis einschließlich 10.7.2023, meine Lieben. Ganz lieben Dank, ich finde es sehr großartig. Ich hatte einige Nachfragen, wo denn die letzte Wochenendbotschaft geblieben ist. Ich finde es sehr schön, dass ihr nachfragt und dass ihr euch Sorgen macht. Braucht ihr aber nicht. Manchmal ist es so, dass wenn ich in anderen Bereichen, wenn die Portaltage zum Beispiel kommen oder wenn andere Legungen einfach noch dazukommen, wie Neumond, Vollmond etc., dass das dann für mich einfach mit den normalen Legungen dann zu viel wird, dann kann es euch schon mal passieren, dass dann die Wochenendtendenzen einfach mal ausfallen. Da bitte ich dann um Nachsicht. Aber ich finde es ganz großartig, dass ihr euch dahingehend Sorgen gemacht habt und mal nachgefragt habt. Das finde ich super. Und wir schauen uns jetzt erstmal mit den Weisheitskarten an, was auf euch zukommen möchte an dem kommenden Wochenende. Was haben wir denn hier für eine Botschaft fürs Kollektiv? Gucken wir mal. Eine Karte kommt noch. Genau. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Okay, meine Lieben, also ihr seid oder ihr werdet euch, wenn ihr damit in Resonanz geht mit dieser Legung, werdet ihr euch in einer Art Metamorphose befinden. Ja? Das ist sozusagen dieser Lieblingszustand, wo ich immer sage, ihr seid nicht mehr dort, wo ihr mal wart, aber ihr seid auch noch nicht da, wo ihr hin wollt. Also das heißt, ihr seid in einem Entwicklungsprozess. Ja? Und da kann es manchmal vorkommen, dass man sich nicht wie Fisch und Fleisch fühlt, sondern dass man einfach sagt, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ich verliere den Boden unter den Füßen oder ich möchte einfach ein bisschen mehr Ruhe haben oder jetzt bin ich einfach mal dran. Ne? Je nachdem, also da horcht ihr am besten mal rein, was für euch sich jetzt zum Wochenende gut anfühlt. Also was möchtet ihr gerne umsetzen? Wonach ist euch? Von mir aus, ich sage immer Schokoladeneis mit Sahne und Streusel drüber, ja, oder einen leckeren Tee getrunken oder mal ein gutes Buch gelesen. Ich meine, das Wochenende wird extrem heiß, achtet darauf, Sonnenschutz, ne, nicht so sehr in der Sonne sitzen. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ich will jetzt hier auch nicht die Mama darstellen, aber so einfach mal so Informationen. Ach ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe alles fertig, nur die Sonnencreme nicht so ungefähr. Ne? Also hier ist auch wichtig, dass ihr ein Stück weit schaut, auf euch zu achten. Und in diesem Prozess ist es halt auch einfach wichtig, ein Stück weit im Hier und Jetzt zu sein, auch mal innezuhalten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben als erste Karte, wie ihr gesehen habt, ist gefallen der magische Fluss. Der magische Fluss, da haben wir die 18, die Quersumme 9. Sagt immer, dass man ist auf einem magischen Weg. Es ist ein teilweise auch ein Heilungsprozess oder dieser Prozess fühlt sich für euch magisch an. Es geht hier darum, dass auch etwas in die Entwicklung, in die Heilung kommen möchte. Vielleicht habt ihr aber auch um Heilung gebeten oder darum gebeten, dass ihr ein Stück weit die Klarsicht bekommt über die Dinge, die ihr angefangen habt, wo ihr eventuell nicht weiterkommt, wo ihr nicht wisst, wie soll ich jetzt die nächste Entscheidung auch fällen, weil ich bin ja im Entwicklungsprozess und manchmal ist es halt auch einfach so, dass man sagt, boah, ich habe keinen Plan. Und dann ist es wichtig, dass man auch mal ein Stück loslässt, ein Stück loslassen und sagen, okay, jetzt im Hier und Jetzt komme ich gerade nicht weiter, dann lasse ich das Thema einfach mal los und nehme mir ein gutes Buch oder gehe mit einer Freundin spazieren oder schnapp mir meinen Hund und freue mich meines Lebens, dass ich zu Zeiten Gassi gehe, wo noch alle schlafen oder was auch immer, wo man wirklich auch sich gut erden kann, reinigen kann. Das ist jetzt ganz wichtig zum Wochenende. Ja, wenn ihr keine Entscheidung treffen könnt, dann lasst es auch einfach. Dann ist es besser, mal gar keine Entscheidung zu treffen. So, und dann haben wir hier aber auch, und das ist auch das, was ich gesagt habe, ihr habt immer die Qual der Wahl. Ihr könnt immer entscheiden. Möchte ich mir jetzt darüber einen Kopf machen, dass ich keine Entscheidung treffen kann? Ja? Oder sage ich mir, ich gehe vielleicht an ein fließendes Gewässer, ja, steck mal da meine Füße rein, erde mich, reinige mich, ja, das heißt nicht, dass ihr dreckig seid, sondern einfach auch das fließendes Gewässer, dass man da einfach ein Stück weit von der energetischen Ebene her sich reinigt, sich mit dem Wasserelement Wasser verbindet, ja, und hier ist auch die Entscheidung, was möchte ich, ne? Möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr für mich sein,
möchte ich einfach sagen, ich muss keine Entscheidung treffen. Es ist alles so richtig, wie es ist. Ja? Und das ist genau der Punkt, um den es hier am Wochenende geht. Aber auch die 30, Quersumme 3, ist auch ein Stück weit ein Vorangehen. Und auch keine Entscheidung zu treffen, meine Lieben, ist auch ein Stück voranzugehen. Also auch das, auch wenn man sagt, naja, aber wenn ich keine Entscheidung treffe, dann gehe ich doch gar nicht voran. Doch, auch das ist eine Art des Vorangehens. Nämlich im Hier und Jetzt zu bleiben. Und das können ganz viele noch nicht. Ja? Es wird zwar mal mehr, ne, aber wir Menschen haben halt das Gefühl, wenn wir uns nicht nach vorne bewegen, dann passiert nichts. Ja, ja. Selbst im Stillstand passiert eine ganze Menge. Ja, und letztendlich, was heißt Meditation oder was heißt im Hier und Jetzt Leben? Ein Stück weit Meditation heißt hinhören. Ja? Und im Hier und Jetzt Leben heißt einfach, man hört im Hier und Jetzt hin. So, im Hier und Jetzt zu meditieren ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen oder ihr seid in einem Transformationsprozess, wo ihr sagt, ganz ehrlich, ich gehe jetzt ans Wasser, an ein fließendes Gewässer, ich erde mich, ich reinige mich, ich tue einfach jetzt mal am Wochenende das, was für mich ganz wichtig ist. So, und der Berg symbolisiert letztendlich, dass du auch vielleicht ein Stück weit das Gefühl hast, Mensch, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann bin ich wie blockiert. Oder ich bin blockiert, weil ich keine Entscheidung treffe. Ich denke, davon darfst du dich ein Stück weit frei machen, denn nach dem göttlichen Gesetz ist alles im göttlichen Timing. Das heißt, alles kommt zur richtigen Zeit. Und deswegen kann ich dir schon mal sagen, das, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe und was ich auch nebenbei höre, ist, du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, du brauchst dir keine Gedanken machen. Auch wenn du für dich selber jetzt sagst, ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Ja, dann lässt es einfach. Dann triffst du jetzt am Wochenende keine Entscheidung, weil du bist in der Metamorphose, im Entwicklungsprozess und da trifft man keine Entscheidung. Ja, sondern da lässt man. Da lässt man sich einfach mal ein Stück weit, ich will nicht sagen gehen, aber nein, man lebt. Es ist okay, wie es ist. Ja? So, meine Lieben, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe das Tarot mit dabei. Und ich gucke mir jetzt mal das Thema an. Um was geht es denn hier? Ja, schaut mal, wir haben hier die 7 der Stäbe. Und die 7 der Stäbe, die symbolisieren letztendlich, dass du das Gefühl haben müsstest, du musst dich immer von anderen rechtfertigen. Ja? Und das ist nicht richtig. So nach dem Motto, du bist im Prozess der Metamorphose und du triffst keine Entscheidung. Und dann kommen jetzt hier welche von außen, die sagen, ey, ganz ehrlich, warum triffst du hier keine Entscheidung? Und du sagst, ich bin in einer Metamorphose, ich kann keine Entscheidung treffen. Du bist in einer was? Ja, ich bin in einer Metamorphose. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn du keine Entscheidung triffst. Es ist in Ordnung, wenn du einfach ein Stück weit mal gar nichts tust, außer zu sein. Das ist völlig in Ordnung. So, meine Lieben, wir gucken mal weiter. Die 7 der Schwerter. Also die 7 kann am Wochenende für dich eine entscheidende Zahl sein. 7 der Schwerter ist Unehrlichkeiten. Also diese Menschen, die hier auf dich zukommen, die sagen, ey, warum triffst du keine Entscheidung? Oder ey, was ist denn hier los? Hier Vorwürfe machen oder auf dich zukommen, wo du immer das Gefühl hast, also warum akzeptieren die mich einfach mal gar nicht so, wie ich bin? Ich bin doch. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein inkarniertes Wesen, was genauso richtig ist, wie es ist. Dann hast du es einfach mit Menschen zu tun aus der dritten Dichte, die sich nicht weiterentwickeln wollen. Dann hast du es mit Menschen zu tun, wie ich immer zu meinem Kind sage, wir haben jetzt in der letzten Zeit viele Auseinandersetzungen auch mit anderen Kindern gehabt, auch ich persönlich, wo meine Tochter nicht dabei war. Und da kann ich nur sagen, oftmals hängt es einfach auch an den Eltern, dass die teilweise die Angst vor dem Neuen sich nicht öffnen können. Und da ist es egal, ob es die Kinder sind, ob es die Eltern sind oder ob es hier dein Gegenüber gerade ist. Du hast es hier mit Menschen zu tun, ja, die einfach ein Stück weit Angst vor dem Neuen haben. Die ein Stück weit auch Angst haben, sich weiterentwickeln zu wollen, zu dürfen, zu können. Die sind noch nicht so weit. Und sind der Schwerter, Unehrlichkeiten, Lug und Trug, na, wir erzählen dir mal irgendwas, wir sind unehrlich zu dir. Das sind negative Energien, wo du aber die Entscheidung treffen kannst, möchte ich dieses Wochenende mit solchen Menschen verbringen, die mir Vorwürfe machen, die unehrlich sind zu mir. Ne? Und auch da, hier wieder, der heilige Fluss, wo du sagen kannst, dann gehe ich einfach in die Natur und dann bin ich einfach mit mir und es ist auch völlig in Ordnung, so wie es ist.
Weil ich bin nämlich völlig in Ordnung, so wie ich bin. Und wenn es die anderen nicht sind, dann kann ich das auch nicht ändern. So, meine Lieben, wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Ja, der Ritter der Mützen. Ja, du gehst hier mit Bodenständigkeit voran. Du sagst dir, ein Ritter ist immer jemand, der vorangeht, ne? Und du sagst dir ganz ehrlich, ich muss ja nicht schnell vorangehen, ne? Sondern ich gehe langsam voran. Wir haben hier die Stabenergie, wir haben die Schwertenergie. Und du sagst aber, nö, ich gehe lieber langsam meinen Weg. Ich sage dann immer, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Und ein kleiner Baum, ja, der muss auch erstmal groß werden. Ne? So eine alte Eiche, die ist ja auch nicht von gestern auf heute mal explodiert, sondern die ist auch langsam gewachsen. Und du sagst dir halt jetzt zum Wochenende auch, also ich chill mal hier eine Runde, ne? Ich tue mir jetzt hier die Ruhe an, ich tue, was mir gut tut, vielleicht mit einer Freundin treffen oder einfach mal sagst du zu deinem Schatzi, natürlich kannst du dich mit deinen Freunden treffen, wunderbar, die Tür geht zu, du sagst, Party, ich bin allein, super schön. Ja, kann ja alles sein, ne? Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also von dem her, du machst es dir am Wochenende gemütlich, du machst es dir schön und du wirst auch am Wochenende Dinge tun, wo du vielleicht gesagt hast, wow, ich habe es immer vor mich hingeschoben oder vor mich hergeschoben, aber jetzt ist ein Wochenende, jetzt kann ich das mal angehen. Und du kannst immer wieder entscheiden, mit wem du es hier halt zu tun haben willst, ne? Ob es halt die unehrlichen Menschen sind, wo du sagst, damit beschäftige ich mich nochmal ein Stück weit, oder ob du halt sagst, nein, ich entscheide mich dagegen, ja? Also wie gesagt, so, wir schauen uns jetzt noch ein Stück weit einmal die Vergangenheit an, meine Lieben. Ja, sehr schön. Und du bist, also diesen Weg, den du hier gehst, den hast du auch, guck mal, wir haben die 6 der Stäbe. Du bist schon in der Vergangenheit, so wie du gewesen bist bis dato und wie du jetzt auch bist, bist du schon sehr erfolgreich. Und du sagst letztendlich, ich wäre nicht im Bereich der Metamorphose, in dieser Energie, wenn ich nicht schon in der Vergangenheit die Weichen dementsprechend gestellt hätte, ja. Und hier kann ich dir ganz klar sagen, so wie du in der Vergangenheit schon erfolgreich warst, ja, so kannst du auch weitermachen. Du warst bis dato immer gut unterwegs. So, wir gucken mal in das Hier und Jetzt. Ja, und da das ja eine Legung ist, wo ich direkt auf dich gucke, sehe ich hier den Pagen der Kelche. Und der Page ist immer jemand, der relativ jung ist, der noch unerfahren ist. Und vielleicht sagst du dir, ich entscheide mich das erste Mal in meinem Leben, weil ich so erfolgreich aus der Vergangenheit schon mit rausgekommen bin oder ich erfolgreich in der Vergangenheit war und im Hier und Jetzt jetzt die Möglichkeit habe, kreativ zu werden, weil ein Page der Kelche ist auch jemand, der sehr kreativ ist. Vielleicht möchtest du einfach mal ein kreatives Projekt angehen. Zum Beispiel, dass du ein Bild malen möchtest, ein Buch schreiben möchtest. Auch das, da sehe ich den Pagen der Kelche bei dir drin. Weil das jemand ist, der etwas Neues macht. Und es ist ein Herzensprojekt von dir. Es ist etwas, was du mit Liebe machst. Und Liebe ist die höchste Energieform, die wir leben können. Und es wollen immer mehr Leute die Liebe leben. Nicht nur die körperliche Liebe, auch das, was sie tun in Liebe. Und ich sehe hier jemanden, der am Wochenende etwas tut. Und ich würde mal sagen, du planst heute schon, wie kann ich zum Beispiel das Bild malen? Wie fange ich an, das Buch zu schreiben oder weiterzuschreiben? Es ist auf jeden Fall etwas Kreatives. Oder du fängst an, dich mit Meditation zu beschäftigen. Also du bist total in love mit dir selber im Bereich der Metamorphose, im Bereich der Stück weit der Heilung, des Göttlichen und aber auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann tue ich halt einfach andere Dinge. Also ich finde das Wochenende mega bei dir, weil du ganz doll, du bist auch sehr sanft unterwegs, du bist ganz doll mit dir. Und du wirst aber auch nochmal, wir haben hier die 9 der Schwerter, du wirst hier nochmal ein Stück weit eine Energie leben, wo du vielleicht ein Stück weit traurig bist oder nachdenklich bist oder vielleicht schlaflose Nächte hast, weil du mit einem Thema zu tun hast. Das kann sein, dass du enttäuscht bist von Menschen, die so mit dir umgehen, wie sie mit dir umgehen. Wo du sagst, ich bin
ich bin doch aber genauso richtig, wie ich bin. Und dann sage ich dir, ja, aber auch das kann ja eine Lernerfahrung sein übers Wochenende, dass du eine Entscheidung triffst zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich diesen lichtvollen Weg gehe und ich lasse diese Menschen, die mir nicht gut gehen oder nicht gut tun, die lasse ich dann hier diesen Weg gehen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Das Wochenende ist sozusagen ein Wochenende der Entscheidung. Ich entscheide mich, mich von Menschen abzuwenden. Ich entscheide mich, Grenzen zu setzen. Ich entscheide mich, mein kreatives Projekt anzugehen. So. Und natürlich macht dir das Gedanken. Und natürlich denkst du drüber nach. Ja, aber hier, da gibt es so eine ganz tolle Floskel, die sagt, so wurde ich erzogen. Du kannst nicht immer von dir ausgehen. Oder so Themen wie, verlass dich auf andere, du bist verlassen. Ja, also egal wie du bist, sage dir immer, du bist so gut, wie du bist. Ja, und geh deinen eigenen Weg. Das ist gut, dass du den gehst. Wir haben den Pagen der Schwerter. Und der Page der Schwerter, der sagt mir letztendlich, dass du auch hier wieder diesen neuen Weg, diese Kreativität, das, was du hier als Entscheidung triffst, in Bezug auf unehrliche Menschen, auf Menschen, vor denen du dich immer rechtfertigen musst, da wirst du direkt weitergehen. Also Schwertenergie ist immer ganz klare Energie, ganz direkte Energie. Und das wirst du auch hinter dir lassen, diese Menschen. Diese Entscheidung wirst du treffen, weil du am Wochenende für dich selbst einstehst. Also wer hier ein Bild malt, ein Buch schreibt oder vielleicht Gedichte oder irgendwas Schönes, anderes Kreatives, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich denke mal, ich werde mich hier ein Stück weit vorbereiten, weil mein Kind in Urlaub fährt. Und ich werde auch, das ist auch ein Stück weit Kreativität. Und ich werde auch ein Stück weit wieder an den Ausbildungen für euch schreiben. Also auch hier wieder, ne? Ich bin genauso kreativ wieder unterwegs wie ihr. Also ihr seht, es passt auch wunderbar auf mich. Wow. Und jetzt habe ich euch noch eine Engelkarte gezogen für das Wochenende. Und zwar Engel des lichten Weges. Geh den lichtvollen Pfad zur höchsten Erfüllung. Genau, das ist auch das, was ich dir gerade eben versucht habe, hier zu sagen. Also, du bist so, wie du bist, total perfekt. Du bist richtig, du bist gut, du bist einzigartig und du bist sagenhaft. Ja, so. Du hast in der Vergangenheit schon ganz toll die Weichen gestellt für deinen Weg, den du gehen möchtest. Ja, lass diese Menschen, die dich nicht verstehen, lass die hinter dir. Ja, sie. Entweder lernen sie es oder sie nehmen sich dieser Thematik an, dann kannst du sicherlich helfend sie unterstützen. Wenn sie es aber nicht wollen, kannst du es nicht erzwingen. Ja? Mach dir nicht bitte nicht zu viele Gedanken. Ja? Das wäre auch nicht so schön, weil letztendlich, wir haben hier die 22, Quersumme 4, also 22 ist ja die 2, 22 ist ja auch eine göttliche Zahl. Da könnt ihr gerne mal googeln, was das bedeutet für euch. Dann haben wir die Quersumme 4, steht auch für Stabilität. Also geh deinen Weg, mache das, was du, wo du der Meinung bist, zum Wochenende, das tut dir gut, das möchtest du jetzt umsetzen, das solltest du tun. Ja? Meine Lieben, es ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Energie, die ihr hier habt. Und ich wünsche euch ganz viele kreative Impulse, ganz viele tolle Ideen. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr möchtet. Und in diesem Sinne, ein zauberhaftes Wochenende. Danke für eure Abos, danke für eure Likes und lasst es mich gerne wissen, was ihr vorhabt. Und dann bleibt entspannt und viel Spaß beim Entscheidung treffen.